Wir besprechen in diesem Video ein paar SRDP-Aufgaben, die zu dem Arbeitsblatt Physikalische Anwendungen der Differential- und Integralrechnung passen. Die erste Aufgabe trägt den Titel Freier Fall mit der Aufgabennummer 1093. Für einen frei fallenden Körper ist eine Zeitwegfunktion s von t durch s von t ist gleich g halbe mal t Quadrat gegeben. Dabei ist g, ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat, die Fallbeschleunigung. Gleich vorweg, damit du nicht verwirrt bist, hier steht Zeitwegfunktion. Auf den Arbeitsblättern der Kompetenzmaterialien ist Wegzeitfunktion gestanden. Ich habe manchmal in den Videos einfach nur Wegfunktion gesagt. Lass dich dadurch nicht verwirren. Eines ist immer gemeinsam, es heißt s von t. Und da steckt auch schon eigentlich die nötige Information drinnen. Wir haben s von t, die Zeit t ist also die unabhängige Variable und der zurückgelegte Weg s hängt von der Zeit ab, ist also die abhängige Variable. Das lässt uns eindeutig auf einen solchen Zusammenhang schließen. Wir haben hier auf der horizontalen Achse die unabhängige Variable, die Zeit, und hier den zurückgelegten Weg in Abhängigkeit von der Zeit. Wir betrachten also diese Formel, den Zusammenhang von zurückgelegtem Weg und verstrichener Zeit. Und wir sollen nun die mittlere Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde im Zeitintervall von 2 bis 4 Sekunden berechnen. Wir kommen ganz leicht von der Wegfunktion auf die mittlere Geschwindigkeit. Mittlere deutet immer auf zwei Punkte hin, durch die wir dann eine Sekante legen und die Steigung davon, also Delta S durch Delta T, ist auch schon die mittlere Geschwindigkeit. Dann pausiere jetzt das Video und berechne die mittlere Geschwindigkeit im Intervall von 2 bis 4. Wir setzen 2 und 4 also in die Wegfunktion ein und erhalten s von 4 minus s von 2 durch 4 minus 2. Das ergibt 80 minus 20 durch 4 minus 2 und das sind 30 und die Einheit steht schon in der Aufgabenstellung, nämlich Meter pro Sekunde. Und somit sind wir auch schon fertig. Das zweite Beispiel trägt den Titel Bewegung eines Körpers mit der Aufgabennummer 1176. Bei der Bewegung eines Körpers gibt die Zeitwegfunktion seine Entfernung s in Meter vom Ausgangspunkt seiner Bewegung nach t Sekunden an. Der Differenzenquotient s von t2 minus s von t1 durch t2 minus t1 gibt seine mittlere Geschwindigkeit im Zeitintervall von t1 bis t2 an. Okay, eine Wegfunktion und der Differenzenquotient gibt die mittlere Geschwindigkeit an. Verstanden. Dann zur Aufgabenstellung. Ergänzen Sie die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satzteile so, dass eine korrekte Aussage entsteht. Der Ausdruck Limes t2 gegen t1 s von t2 minus s von t1 durch t2 minus t1 gibt d an. Okay, wir beschäftigen uns also mit diesem Ausdruck. Den Differenzenquotienten kennen wir ja, wenn wir die Wegfunktion hier aufzeichnen, der Weg in Abhängigkeit von der Zeit, dann gibt der Differenzenquotient die Sekante durch die beiden Punkte, die sich an diesen Stellen befinden, an. Und nun haben wir noch einen Limes davor, t2 gegen t1. Das bedeutet, dass t2 immer näher zu t1 wandert. Das heißt also, dass dieser Punkt immer näher zu dem anderen Punkt wandert, bis irgendwann keine Sekante mehr möglich ist, sondern sich hier eine Tangente befindet. Wir haben also keine mittlere Geschwindigkeit mehr, sondern, und jetzt pausiere das Video und kreuze die richtigen Kästchen an. Keine mittlere Geschwindigkeit mehr, sondern eine Momentangeschwindigkeit. Mit Beschleunigung hat es nichts zu tun und
Momentangeschwindigkeit kann auch nie in einem Zeitintervall sein, sondern an einem Zeitpunkt. Jetzt müssen wir noch herausfinden, T1 oder T2. Die Skizze verrät uns, dass der Punkt T2 zum Punkt T1 wandert. Und auch hier Limes von T2 nach T1, also zum Zeitpunkt T1.